Danke. Haben wir nicht gerade das Fass hochgejagt? Oder habe ich was verpasst? Komm, hol mir mal einen Drink, Minion. Jau. Ugh. Meine ich Die doch. Odangs haben meine Brennerei zerstört. Jetzt reicht's. Schluss mit Waffenstillstand. Du, Kammerjäger, wir müssen reden. Hau rein. Jetzt, hau raus. So, jetzt bin ich gespannt. Wieder so eine Kackwaffen. Hier die teurere. Erster Platz, jo. Hilfst du mir, die Hodank-Bastarde am Arsch zu kriegen? Gut. Wenn es etwas gibt, das sie mehr lieben, als ihre Schwestern flachzulegen, dann sind das Autos. Ich möchte, dass du ihnen ihr Rennen vermaselst. Komm in meinen Keller. Okay. Du bist auf der richtigen Seite in diesem Krieg, Freund. Vor Ewigkeiten ertränkte ein Hodank ein paar Seffert-Jungs im Bach. Nachdem ein Ex-Hodank vor einigen Jahren meinen jungen Lucky getötet hat, haben wir einen Waffenstillstand geschlossen. Aber durch den Vorfall bei unserer Brennerei wurde der Krieg neu entfacht. Lol. Was ist er denn für ein Gnom? Okay. Ja, das glaube ich dir. Komm, wir können hier mal ein bisschen spielen. Wir haben ja genug Geld. Komm. Lass mich mal mit. Alter, kostet das viel. 369, lol. Schade. Naja, egal. Wir folgen dem Kerl mal. Was gibt es denn hier? Aha. Sei so gut und nimm das Dynamit. Komm, her jetzt. Ach, so. Ab mit dir nach der Dach. Ja, ja. Ja, ja. Stets auf die Waffe an deiner Seite vertrauen. Ja, ja. Lol. Ist das Scheiße? Obwohl. Ja, okay, ist es. Ups, bin ich gerade ans Mikro gekommen. Tut mir sehr leid, ist eine Slack-Waffe. Also ist nicht so der Wahnsinn. Die wollten wir verkaufen, ne? Ja. Ja. So. Gebe ich hier noch irgendwas abzuluten? Nein. Dann werde ich jetzt aber noch immer glückieren und versuchen, ein, zwei Mal. So, was ist denn los hier? Und. Ah! Geht doch. Ein bisschen was zurückgekriegt. Komm, machen wir noch, bis wir unter 10.000 sind, dann. Eieiei. Ups, aber wieso springe ich die ganze Zeit? Oh. Uiuiui. Höhere Ladegeschwindigkeit. Die nehme ich. Die sieht gut aus. Ja. Können wir gleich nochmal dran drehen, du. Die andere Waffe gleich verkaufen. 7. LOL. Ich hab, lol, hab ich gerade ernsthaft so ein. Ach du, warum bist du so viele Anpassungsdinger? Also 2, okay. Lol, nice. Okay. So. Gucken wir mal, was rauskommt und dann bewegen wir. Nein. So, komm, dann bewegen wir uns jetzt raus hier. Wir müssen ihm nicht den. Hodangs heißen, genau, Hodangs heißen, die in den Popo treten. Ja, das müssen wir. Begib dich zur Rennstrecke. Okay, wo ist die Rennstrecke? Ich denke mal bei den Hodangs. So, dazu nehmen wir uns erstmal ein Fahrzeug. Und düsen los. Ja. Zack. Boah, meine Güte, ist das Ding schnell. Runter hier. Sehr schön. Nein, wieder rein. So knapp. Reisen. Einige Nomaden können anderen Banditen kommen, das Veteran erledige sie schnell, bevor, was weiß ich was. Gib Gas. So, ich bin echt sehr gespannt, was da jetzt auf uns wartet. Weil neben Hodangs auf der Rennstrecke hochjagen, hört sich so generell ja erstmal ganz lustig an. Jage die Rennstrecke hoch. Beziehungsweise begib dich zur Rennstrecke. Und ich gehe mal davon aus, dass wir da wir 4 Dynamit haben, dass, diese Rennstrecke dann in die Luft jagen sollen. Aber naja, ich weiß es nicht. Ich bin sehr gespannt. Hier rein oder wie sieht das aus? Komm, wir fahren einfach mal mitten rein, mitten ins feindliche Gebiet. Begib dich zur Rennstrecke. Ach ja, siehst du, perfekt. Ditte, hier ist die Rennstrecke. Die ist aber nice. Oh, und oben auf der Brücke müssen wir in die Sprengdinger platzieren oder was? Da ist eine Abkürzung. Warte, ich will nochmal eben hier die Rennstrecke einmal fahren. Bevor wir die in die Luft jagen. Zack. Oh,
Okay, sie ist ein bisschen eindeutig, ist jetzt eine 8, ne? Aber. Ja, doch. Also, schlecht ist sie jetzt nicht. Zack, dann möchte ich gleich aber mal die Abkürzung erwischen. Ich gebe jetzt übrigens extra nicht den Turbo Boost, weil ich ein legales Rennen fahren möchte. Hier, Abkürzung. Nöd. Naja, okay, hat jetzt nicht ganz geklappt. Naja, egal. So, müssen wir in den 4 Boxen das hier. Okay, dann stelle ich das mal hier hin und steige hier aus. Und dann befestigen wir hier mal das Dynamit. Was ist denn das? Ach, das sind Feuerwerkskörper, Böller. Interessant. Hey, was machst du da unten? Ach, lol, da oben ist ja einer. Ist schon okay, das habe ich schon erledigt. Trotzdem, danke. Kein Ding, Minion. Oh, mach ich doch gerne. So, hallo. Hier hoch, ne? Ich glaube, dazu nehme ich... Ach, die habe ich sogar ausgerüstet. Mann, wenn diese Jungs vorbei donnern so... Und ich zünde das Feuerwerk so kabusch. Und die Ladies alle so... Yeah, das ist einfach so geil. Außer das eine Mal. Da habe ich 2 Katzen zusammengebunden und als Springseil benutzt. Alles voller Blut und Fell. Willst du mich verarschen? Hä? Hab ich, sag ich doch. Warum habe ich jetzt das Geschütz gesetzt, Alter? Lol, ich bin fast tot. Na egal. So, wir müssen jetzt da angedüst kommen, oder? Da kann man dann drücken. Okay. Ach, auf der Karte sieht man sich da ein bisschen gleich angedüst. Komm. Kann man das nicht ein bisschen näher betrachten? So? Aha, nein. Das ist. Hä, wo sind die anderen? Wieso nur ein Auto? Hä? Wo sind denn die anderen Rennwagen? Lol, da unten ist noch ein Kreuz, aber... Hä? Stehen die noch da unten oder was? Lol? Leute, wo sind die anderen Rennwagen? Hä? Hä? Lol, schießt auf Rennwagen. 1 von 3, ja. Lol. Hier steht noch eins. Willst du mich verarschen? What the fuck? Was war das denn für eine Logik? Ich ist da festgefahren, ich schieße es ab, es spawnt neu, Buff. Okay. Das ist nicht so logisch, aber egal. So, wo ist denn der Rennwagen? Also er fährt auf jeden Fall nochmal. Er fährt jedenfalls wieder. Oder jetzt. Was für eine Logik, Mann! Komm, jetzt müsst ihr hier gleich angedüst. Komm, da. So. Okay, mach ich. Kann ich mir hier eben ein neues Fahrzeug besorgen? Ja, ja. So, oh, Leute, rastet mich gleich immer so aus. Die ist da hinten ist die Werkstatt. Da hinten ist sie, meine Freunde. Rasen wir da mal eben zu Ellie. Und dann mal gucken, ob wir da irgendwas reißen können, würde ich mal sagen, ne? Da ist ja auch schon die geile Sau. Hallo. Oh, hi. Nach ja. Dieser Bluternte zu
zwischen den beiden Familien bist du der Last Man Standing mit einer Handvoll Dollar. Yo, Jimbo. What the fuck? Okay. Und jetzt? Ah. Okay, machen wir. Ich sage, fahren wir da doch glatt wieder hin, ne? So, wie hieß der Heck? Hector? Hieß der Hector? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, er hieß Hector. Was ein Scheißname. Dann, Alter, willst du mich komplett verarschen? Fahr doch einfach darüber, Mensch. Junge, ich will darüber. Geht doch. Da, ist er das? Aha, wer ist das jetzt? Hector und Jimbo. What the fuck? Einen toten Briefkasten. Willst du mich komplett verarschen, Alter? Okay. Wie kommen wir da hin? Oh, wieder in die... Ah, die Highlands wieder. Komm schon. Alter, du willst mich doch... verarschen. Junge. Lass mich hier vor... Oh. So, jetzt auch mal los. Alter. Oh. Junge. Komm, gib Gas jetzt. Fahr. Wir müssen wieder in die Highlands zu dem toten Briefkasten. Oh nein. Gespannt, was da nun ist. Er hat irgendwie was gesagt. Infos und Geld. Versteck ausrauben oder so. Oder? Ich weiß ja nicht, was er meint, ne? Ich habe ja keine Ahnung. Aha. Oh, das war knapp. Zack. Reisen. So. Wie lange nehme ich denn schon auf? LOL, schon eine halbe Stunde. Willst du mich verarschen? Okay, das ist die Zeit jetzt so schnell rumgeht. Hätte ich nicht gedacht, aber gut. Das sind schon... Pff, wenn ich korrekt schneide, sind das schon zwei Parts, okay? Läuft. So, welcher Briefkasten? Welcher tote Briefkasten? Von irgendeinem toten Briefkasten die Rede. Da drin... Zu mich verarschen, ein toter Briefkasten da treten? Na, da bin ich jetzt auch mal gespannt, was da denn für ein toter Briefkasten drin ist. Warte, hier. Hier oben. Hä? Ach, da hoch, okay. Hier geht es hoch. Lass mich mal bitte hoch hier. So, und jetzt hier unten. Ah, hallo. Was? Was? Achso. Mache ich. Er spähe den... Was? Den Leprechaun. Wo muss ich hin? Hier rein. Das ist Ihr Geldbote. Folge ihm zum Geldversteck, aber komm ihm nicht zu nahe. Okay. Müsste jetzt eigentlich... Ah, jetzt bewegt er sich, okay. Die verdammten Hodanks versuchen schon seit Jahren uns zu töten. Sie behaupten zwar, dass dieses Kute, der Lacke umgelegt hat, nicht mehr zu ihnen gehört. Aber wir kennen die Wahrheit, nicht wahr, innere Stimme? Guter Witz, innere Stimme. Du findest immer die richtige... Nur noch ein paar Jahre lang Botengänge zu diesem Geldversteck und Papa muss mich einfach lieben. Ich bin ein viel besserer Sohn als Lucky. Ich bin wacker, ich bin gesprächiger und ich liege nicht in einem feuchten Grab. Einer meiner größten Vorzüge. LOL. Was für ein Spacken. Innere Stimme. Ich bin fast beim Geldversteck. Kann es kaum erwarten, reinzugehen, ohne überfallen zu werden. So habe ich es am liebsten. Nicht verfolgt und nicht überfallen zu werden. Ist da jemand? LOL. Wir haben voll viel Abstand zu ihm und hören ihn trotzdem. Warum hören wir ihn? Ist hier Geld drin? Ist hier Geld drin? Nö. Warum sollte hier denn auch Geld drin sein?
So. Was ist hier drin? Auch nix. Hier runter, sagst du? Okay. Verreck doch mal, Minion. Was willst du nur mit einer Shotgun? Ist er tot? Nee, oder? Da! Soll mich verarschen, Alter? Das verreck doch mal. Da steht er. Wo ist er hin? Da oben. Hä? Willst du mich komplett verarschen? Junge! Boah, oh, Level up. Nice!